Oh ja, oh ja. Oh, ey. Digga, wie kann ich denn beim Reinfahren in den Scheiß-Kirchturm explodieren, Junge? Komm, du schaffst es. Ey. Ey, ich hab verkackt. Ey. Oh nein, hier ist. Nein! Heute wieder legendär. Eine Map von Silber. Die Menge jubelt. Es ist mal wieder Zeit für einen legendären Triathlon. Extra etwas leichter gemacht für die Losers. Ein bisschen Salz drüber gestreut für die Losers. Und jetzt geht's ab mit einer Map von Silber. Herzen geht raus, Silber. Mit Deko gemeinsam, dem besten Freund von Silber. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Ein bisschen Seil poliert. Herzlich willkommen zurück. Puh, schön, dass ihr am Start seid. GTA, eine Map von Silber. Mal schauen, wie salzig es wieder wird. Ich will nur noch mal ganz kurz, bevor wir anfangen zu salzen, anmerken. Silber, danke dir für die Map. Danke, dass du dich hinsetzt und die Zeit investierst. Küsse geht raus. Und aber jetzt wirst du von mir kein letztes Wort mehr hören. Kein Spaß. Wir gucken mal, wie die Map so ist. Ne? Die Definition von Hassliebe, ja, da sieht man im Duden ein Bild von Deko und von Silber gemeinsam. Es ist immer wieder schön. Ach du Scheiße, okay. Immer wieder schön zu sehen, wie da auch danach in den Kommentaren noch ein bisschen gesalzt wird. Es ist einfach. Ja, ja, deswegen. Es das ist, wollte ich es jetzt ist gerade nice. So ein bisschen vermeiden eigentlich, weil das ist natürlich Silber, egal wie viel ich mich beschwere. Und wie viel ich absalze über irgendwelche kleinen. Erstmal sind es meistens nur Kleinigkeiten, die irgendwie kacke sind. Ne, das ist meckern auf sehr hohem Niveau. Und trotzdem bin ich dankbar für die ganzen Maps, die du machst. Und die ganze Arbeit und Zeit, die du reinsteckst. Auch wenn ich dann mal ein bisschen. Ich bin nochmal gegangen, ja? Also, es war mir ein bisschen. Ich will das nur einmal ganz kurz klarstellen, ja? Nicht, dass das hier so in der Allgemeinheit so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Okay. Dass das hier zu ernsthaft wird, wenn ich ein bisschen rumsalze. Ja, also der erste Punkt kann bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Das Gute bei Silber ist ja, er ist immer sehr kreativ und innovativ. Ja, da gibt es nicht so ein einfaches Rezept. Wie von Maggi so, probieren Sie einfach mal 200 Gramm Kartoffeln mit heißem Wasser. Ich sehe nichts. Nein! Ey, Digga! Oh? Am Anfang, ne, ich hab den kleinen Bumper getroffen, am Anfang meine Kamera filmt die ganze Zeit meine Karre von vorne, Alter. Und ich konnte beim ersten Mal mit C drücken, ist nicht mehr zurückgeschwungen. Schwung? Ist Schwung eine Form vom Schwingen? Ich habe auf jeden Fall gerade mein Leben Marvin? Wegfliegen sehen. Bitte gerne, ich brauche eine Antwort von dir. Ja, ist es. Ist, das ist Schwungen eine Form von Schwingen? Das ist doch dritte Verbform Präteritum, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, das ist leid. Deutsche Sprache, schöne Sprache. Ich mag die Sprache. Ich mache damit sehr viele Spiele. Aber was jetzt hier dritte Person Genitiv im Plusquamperfekt ist oder sowas, Digga, frag mich nicht. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ey, unten ist zu. Ey, in Silber willst du mich verarschen. Wie? Wo ist unten zu? Ach, du warst noch gar nicht? Nein. Ich habe einmal den Bumper getroffen. Dann, wie gesagt, meine Kamera hat nicht umgeschwungen. Dann habe ich nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich krieg das gerade hier in Try-In, weil ich weiß, wie es geht. Das ist ja immer so geil. Also, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach, ne? Okay, ja, ganz genau. Du siehst dort zwei Container. Oh. Du sollst mir sagen, wie das mit dem Bumper funktioniert. 100%. Nee, ich bin schon weiter. Ich bin jetzt weg. Okay, ja, was soll ich dir sagen? Ein richtiger Scheißpunkt von Silber hier, Alter. Das funktioniert einfach nicht, ey. Warte mal, also. Ich habe am Anfang versucht, eine Arschdrehung zu machen, das hat nicht so funktioniert. Warte mal, wo ist denn dein Arsch? Da hinten. Und dann bin ich noch ein bisschen steiler nach oben gefahren, hab mich dann zur Seite gedreht und dann ging's. Also ich versuche jeweils auch eine Koralle, aber wenn ich so nach oben fahren will, dass ich richtig schön überdrehe, dann treffe ich immer diese Lücke zwischen Hochhäusern. Und wenn ich steil nach oben fahre. Ja, aber wenn ich das mache, dann treffe ich halt, also dann überdrehe ich mich nicht genug, um da eine Koralle zu machen. Ja, irgendwann, weißt du, das ist mein Problem. Irgendwann hast du es auf jeden Fall, irgendwann hast du drauf, wie du es machen musst. Das ist ein ganz spezieller Winkel, ja. Da bin ich bei dir. Und nur, dass du es weißt, es ist dort, also es war ziemlich random, dass ich das Second Try geschafft habe, muss ich mal kurz dazu sagen. Es gibt dort eiskalt, Deko, das finde ich jetzt super interessant. Es gibt dort einen Sprung.
Und am Ende sind zwei Container. Einmal unten, einmal oben. Der untere ist zu. Den oberen habe ich getroffen! Yeah! Nein! Junge! Scheiße, first try, Alter! Ich dachte, Digga, ich dachte erst so, das sind Container, die an dem Wallride dran sind, Alter. Ich habe gesehen, dass man da durchspringen muss, aber so, Digga, was, als ob ich das Scheißding treffe, ey, never! Digga, und dann treffe ich ja noch eiskalt den richtigen, ey, fick mich! Alter Schwede, okay, damit habe ich null gerechnet, Digga. Ich war ja noch bei meiner Erklärung, wie das gehen soll. Digga, ey. So als ich den Container gesehen habe, dachte ich das auch nicht, dass das funktioniert. Scheiße, bin ich gut, ey, fick mich! Oh, scheiße, bin ich gut! Bin auch ziemlich gut, glaube ich, gerade, was ich hinbekommen habe. Ich würde abbremsen, wenn du da unten durchs Treppenhaus fährst. Übrigens, während wir diese Map fahren, habe ich irgendwie so ein bisschen Lust auf Döner bekommen. Ja. Was zahlst du gerade bei dir für einen Döner? Kannst du es mir kurz sagen? Dann kann ich nämlich... Ich esse ja keinen Döner, ich esse ja Dürüm. Ich habe gestern für einen Dürüm und eine Portion Pommes 11 Euro bezahlt. Ich habe gestern erst Dürüm geholt. Okay, von Dürüm habe ich keine Ahnung. Ich kann dir sagen, was ein Döner laut RTL... Dürüm ist meistens so 1 Euro teurer oder so. Laut RTL Regional Nord oder so, was das war, kosten darf, weil es gibt ja wirklich schon erste Döner, die 10 Euro kosten. Und es ist wohl, wenn es richtiges Kalbsfleisch ist oder Jungbullen blablabla Fleisch, dann ist das wohl sogar berechtigt. Aber wenn du diesen 0,15 Döner hast, dann ist das natürlich nicht berechtigt. Jetzt hat die Verbraucherzentrale von RTL da mal rüber geschaut, mit dem Schlüssel von mal 3, ne, was du natürlich auch als Inhaber nehmen musst. Du musst ja immer so Einkaufspreis mal 3, dann kannst du ungefähr, dann hast du ungefähr den Verkaufspreis, ne, so ganz, ganz salopp gesagt, ja? Okay, höre ich zum ersten Mal, aber okay. Und dann wäre das bei 8,40 Euro der Döner. Alter Schwede. Und ich glaube, wir sind noch gar nicht bei 8,40 Euro, oder? Also wäre mir jedenfalls neu, dass ich schon mal einen Döner für 8,40 Euro gesehen habe. Und wenn ich einen Döner für 8,40 Euro sehe, dann denke ich mir auch so, sind die komplett Gugu? Digga, ach, ich würde niemals 8,40 Euro für einen Döner ausgeben, ey. Außer ich bin... Ich weiß noch früher, ne, die Zeit, als 3,50 Euro. Als ich jeden Tag Dürüm gegessen habe, da hat ein Döner 3,50 Euro gekostet. Ja. Das ist so krass, Alter, wie sich die Preise gestiegen haben, ne? Gesteigert haben. Also wenn ich nicht gerade blau irgendwo an der Partymeile bin, dann würde ich niemals so viel Geld für einen Döner bezahlen. Aber, wie gesagt, 8,40 Euro ist wohl, kann man verlangen, damit die auch noch ein bisschen Gewinn machen. Und die haben einfach jahrelang den Döner zu günstig angeboten. Wie, warum? Ja, früher waren auch die Preise auch günstiger. Ja, weil das Angebot wahrscheinlich zu krass war. Guck mal, jeder Handelsbupanis hat einen Dönerladen. Und dann kannst du dich eben am besten... Digga, wie fahr ich denn hier? Dann kannst du dich am besten von der Konkurrenz so absetzen, wenn du einen günstigeren Preis hast, ne? Deswegen... Ja, aber also wenn du mir sagst, die haben einen Döner zu günstig verkauft, zu günstig würde für mich heißen, der Laden macht Verlust. Nein, also die haben einfach eine krassere, kleinere Gewinnmarge oder hatten einfach richtiges, schmutziges Fleisch. Das kann natürlich auch sein. So richtiges Schwanzfleisch hatten die. Vielleicht hatten sie die Vorhaut von den Jungbullen genommen. Viele haben das jetzt wahrscheinlich immer noch. Aber jetzt kostet trotzdem 10 Euro, man kennt ihn. Also bei mir kostet der Döner übrigens gerade so, ich würde es ganz grob sagen, du kriegst einen für 7,50 Euro, du kriegst aber auch einen für 5 Euro. Also ich habe halt echt überhaupt nicht drauf geachtet, ich habe gestern einfach nur meinen Dürüm geholt. Ich dachte schon, also, Dürüm mit Pommes für 11 Euro, auch schon... Auch schon mehr auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall bei dem Dönermann auch erst vor ein paar Wochen noch weniger bezahlt. Die Erhöhung ist gar nicht so lange her. Aber ja, also das wird einfach scheiß teuer alles, ne? Ich find's so krass, dass man das immer nur so beim Döner massiv sieht, ne? Also da so extrem. Butter hat ja irgendwie auch mal das Doppelte gekostet, so, aber scheiß auf Butter, Alter. Wen interessiert Butter? Der Döner ist dann ja doch irgendwie des Deutschen. Also mich interessiert Butter. Echt? Mich interessiert Butter null, ey. Absolut zero. Aber ich esse davon jetzt nicht so viel, dass mir irgendwie eine Preissteigerung von 30 Cent was ausmacht. Oh. Ey, ich schaff einfach diese Drehung nicht. Wo bist du denn eigentlich gerade? Bin immer noch bei diesem scheiß Parkhaus. Ach. Ey, Mann! Digga, ich treffe immer diese scheiß Einfahrt nach dem Schmutzigen von dem Parkhaus nicht, ey. Digga, first try. Das war bei mir first try. Ich glaube, so muss ich es machen. Ja, ich war da jetzt bestimmt schon 20 Mal, Alter. Lol, so ist ganz einfach. Okay, man muss einfach nur wissen, wie, ne? Oh, fuck!
Okay, hab wieder verkackt. Wenn du mich irgendwann mal zum Frühstück einladen solltest. Warum soll ich dich zum Frühstück einladen? Scheiß auf Butter, will ich nicht haben. Dafür eine schöne Auswahl an Frischkäse. Gerne ein bisschen Meerrettich, vielleicht so India, also Curry. Frischkäse finde ich auch ganz cool. Dann nehme ich gerne was. Also nur, dass du Bescheid weißt, ne, wenn du mich zum Essen einlädst. Wenn ich Marvin mal zum Essen einlade, gibt's nur Frischkäse. Oh, endlich habe ich den Scheiß hinbekommen, ey. Das ist aber auch eine schwere Geburt. Also es muss auf jeden Fall da sein, vegetarische Wurst, Käse, ganz viel Frischkäse. Nein. Ich muss eine Koralle machen mit dem. Warte mal, ich mache einfach so. Lol, first try, easy. Nein, was muss ich denn hier jetzt noch machen? Ey! Na, ich hab verkackt, Digga. Ey. Ich hab's gemacht, Digga. Ich hab die first try hinbekommen, ey. Oh, Digga, ich bin erst durch das Parkhaus durch. Kommt doch irgendwas? Jetzt hast du's. Nee. Hi. Oh, Digga, fick. Nee, du hast noch einen Punkt geschafft. Nee. Formula? Ja, Formula. Ich hab nur hier gerade gebraucht bei der Wende, so wie ich da genau wenden muss, aber eigentlich, wenn du weißt wie... Muss ich in die Tube rein? Ja, und da wenden. Ich bin abgefallen? Krass. Ich bin irgendwo hingefahren. Dann hätte ich gerne noch ein Ei mit Remoulade. Remoulade, Alter, richtig ekelig. Ja, richtig lecker. Ich hasse Remoulade. Digga, warum hast du Remoulade? Was bist du für ein Mensch, Alter? Das kommt wahrscheinlich aus meinen Internatszeiten. Im Internat gab's immer Remoulade, aber das Essen war im Internat richtig scheiße. Deswegen habe ich hab richtig Ekel vor Remoulade. Krass, ey. Ich liebe... Oh, da ist ein Schild, ey. Lutsch doch. Ich liebe Remoulade. Richtig geil, ey. Also Ei, auf jeden Fall bin ich dabei. Ei ist geil, aber Remoulade finde ich richtig zu kotzen. Und Burrata. Kennst du Burrata? Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. So Mozzarella, ähnlich. Burrata, Mozzarella. Nee, sagt mir nichts. Alter, sei froh, dass ich so ein netter Typ bin, ey. Digga, sei froh, dass ich so ein Profi bin, die ausgewichen bin, Alter. Digga, ich bin dir ausgewichen, Digga. Ich bin dir ausgewichen, du Lachsnacken, Alter. Zu Schielaugen oder was? Digga, wie einfach behauptet, dass es so rum war. Nein. Ich hab's First Try bekommen übrigens. Was? Die Koralle? Ja. Okay, ich habe sie nicht hinbekommen. Hey, bin ich falsch gefahren? Allerdings war ich auf leider Ego-Perspektive. Ich hab einmal umgeschaltet, nicht mehr in der Ego. Sofort nicht mehr gesehen, wo ich da eigentlich langfahren muss, ey. Einfach in der Ego fahren die ganze Zeit. Einfach in der Ego. Nee, wie sieht denn dein perfektes Frühstück aus? Übrigens Burrata mit mein perfektes Frühstück ist Tomate. Eigentlich vorhanden einfach. Wieso? Ich mach mal Eiweißshake. Einfaches Publikum hier wieder, einfaches Publikum. Also wenn, ja, ich... Das Ding ist halt, wenn ich meinen Eiweißshake trinke, und den muss ich halt trinken, weil ich auf ein Eiweiß kommen will, dann habe ich nicht mehr wirklich Hunger auf... mega viel mehr, also der sättigt ja schon ganz gut. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Aber ich finde Brötchen mit Ei und Bacon ziemlich geil. Oh, ich hab's gleich wieder. Warte mal, so. Kann ich hier einfach langfahren? Bitte. Yeah! Macht er übrigens die Arschdrehung nur, ne? Oh, fuck. War ja fast klar, dass du schummelst. Aber die Arschstellung, du musst Leertaste. Ich mach keine Arschstellung, ganz ehrlich. Leertaste A und S drücken. Leertaste A und S. Easy. Ich mache Koralle. Easy, Brudi. Wir müssen jetzt einen Gleit machen, Grind meine ich. Digga, war die Map vielleicht sogar zu einfach? Digga, 13 Minuten bei einer Silbermap? Ist das. Muss man da eine doppelte Koralle machen oder was? Nee, nur eine. Okay. Weil du hinten dann auf der anderen Seite Fahrzeug gefahren bist. Oh, ich liebe sowas. Oh. 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 Willst du hier was sehen, wenn ich hier rausfahre? Oh. Silber. Ich liebe sowas. Wenn man irgendwas macht, ein Flugzeugpunkt oder man fliegt irgendwo ran auf einem Warrap, man war vor dem Flugzeug und sich dann in ein Auto verwandelt. Digga, ich finde das so sexy. Du musst jetzt hier auch Motorrad, Grind, into Auto. Digga, Liebe, Digga. Einfach liebe sowas. Okay, ich kann aber nicht mehr grinden. Nein! Oh, ich hätte es fast gehabt, Alter. Scheiße. Mit meiner Technik, ne? Easy. Ja, die Koralle gemacht. Wie geht denn nochmal... Ich hab vergessen, wie man grindet. Man muss ja nochmal drücken. Wie so. Grinden? So. Eigentlich nur Num-Tasten, ne? So, ja. Sich ja auf dem Ding halten. Aber dass sich das so festlockt, da muss man noch irgendwas machen. Mit Num-5 und dann das.
Num 4 und D tippeln oder so, ne? Ey, Digga, ich kann aus der Tube nicht rausfahren. Was? Ja, du hältst, ja, Num 4 hältst du gedrückt und... Ja. D tippeln, ne? Ja. Tippelst D, ja. Okay. Und du kannst auch andersrum machen. Okay, ich krieg's gerade null hin, ey. Muchachos, wie schaut euer Lieblingsfrühstück aus? Was ich richtig geil finde, ist Poached Egg. Poached Eggs. Was ist das? Diese Egg Benedict-Dinger da? Genau, ja, Egg Benedict. Die sind schon ziemlich geil, ja. Digga, die finde ich richtig pornös, Alter, aber die sind halt nicht so einfach. Muss den Skill haben, ne? Ja, die sind ein bisschen, ja, handwerklich. Digga, jetzt habe ich den, ey! Ich hab's hinbekommen und hab den zweiten Speed da grad hat mich erwischt und bin deswegen abgefallen. Was ist denn so dein Hassfrühstück? Was geht denn gar nicht? Kein Frühstück. Okay, ich sag mal bei mir, Lachs. Oder irgendwas mit Remoulade. Digga, Lachs, richtig widerlich, ey. Also Lachs finde ich geil, aber nicht zum Frühstück. Oh. Zum Frühstück ist mir das irgendwie zu intensiv fischig. Digga. Aber so an und für sich finde ich Lachs ziemlich nice eigentlich. Ich hab sogar noch Lachs da. Digga, meine Mutter... Und damit meine ich nicht in meiner Hose. Meine Mutter liebt also, diesen Blauschimmelkäse. Kennst du diesen Blauschimmelkäse? Richtung Gorgonzola und so ein Scheiß. Digga! Allgemein so Schimmelkäse bin ich raus. Echt auch schon beim normalen Camembert? Ja. Digga, Camembert... Ich mag auch diese ganzen weichen Käse nicht. Ich mag nur schön so diese festen Sachen, die so in Scheiben schneiden kannst. Es gab mal eine Zeit bei mir. Diese weichen Käsesorten finde ich richtig ekelhaft, ey. Da war ich häufiger mit meiner Frau irgendwo außerhalb frühstücken und da war es für mich nur ein gutes Frühstück, wenn der Laden auch Camembert angeboten hat. Digga, jetzt ist mir Camembert scheißegal, ey. Aber Camembert, wenn überhaupt, Camembert mit Marmelade immer. Boah, ohne Marmelade, Schmutz. Käse mit Marmelade finde ich auch eklig. Ja, ist doch das vollkommen normal. Das ist wieder so Pizza Hawaii-mäßig. Oh fuck, das kann man werden hier. Ey. Hä, hey, aber Ziegenkäse mit Preiselbeeren? Kennst du, oder? Ich hasse Ziegenkäse. Und ich mag auch keine Preiselbeeren. Nee. Also Preiselbeeren gibt's ja auch häufig zu Fleisch. Wildfleisch ist, glaube ich, mit Preiselbeeren. Mag ich nicht. Du magst keinen Ziegenkäse? Nee. Digga, eigentlich bist du schon echt so ein Mensch, der so super einfach ist. Du hast ganz viele Sachen... Oh fuck. Ey. Ganz viele Sachen einfach, die du nicht magst und du kannst dich einfach von einer Sache 100 Jahre lang ernähren. Also wärst du so ein Schiffbrüchiger, du könntest einfach nur dich von Kokosnüssen ernähren, wenn du dich nicht irgendwie tagelang einscheißen würdest davon. Würde klappen, ja. Scheißt man sich von Kokosnüssen ein? Also so ist es auf jeden Fall in einem Survival-Spiel. Wenn du zu viele Kokosnüsse isst, dann scheißt du dich irgendwann ein, ja. Zu viele Kokosnüsse sind nicht gut. Also falls ihr mal irgendwo strandet, ernährt euch nicht nur von Kokosnusswasser. Es halt ist halt nur Nusswasser, ne? Ich hab's jetzt, Junge! Endlich! Finally! Okay, jetzt hält man hier einen... Hä? Diesen Grind, Brudi. Ja, aber am Ende ist sie dann Warride. Ja. Hab ich doch gesagt, was ich liebe. Warum ist da so ein Hubbel in der Mitte von der Strecke? Der hat mich noch nicht einmal erwischt, Digga. Das erste Mal, Alter! Ich bin direkt darauf Silber, Alter! Was zum Fick? Digga, irgendwas mache ich hier falsch, ey. Ja, ich bin gerade richtig geil gelandet und geslidet, da kommt dieser Hubbel, Alter. Ich wäre nach dem ersten Try schon durch gewesen. Ey. ich wäre wirklich nach dem ersten Try. Ja, danach kommt ja noch was, du Laberkopf, ey. Warum hat denn Silber da so ein Teil noch mit eingebaut, Alter? Ja, um für solche lustigen Momente zu sorgen, ne? Ey, Digga. Digga, wie geht denn das? Ich mount einfach immer. Irgendwas mache ich falsch, weiß aber nicht was. So? Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Ich super selten die Scheiße hin. Ich hab auch nur beim ersten Mal war ich drauf, aber seitdem entmount ich. Und gerade mit der Hakuchu ist das doch eigentlich... Ist das ein Verwandlungspunkt? Das ist ein Verwandlungspunkt da hinten. Das ist doch eigentlich super chillig, ey. Ey, wahrscheinlich verwandelst du dich da mit dem Motorrad dann zum Auto? Ey, ich bin am Ende gestorben! Ich war da ja schon. Du musst dann noch durch einen Glockenturm springen. Und da musst du aber richtig krass nach oben ziehen. Da hab ich... Oh! Ey! Was heißt durch den Glockenturm springen? Siehst du da links dieses Haus? Da musst du durchspringen. Ah, siehst du das? Ja, ich seh's. Und dann droppst du aber richtig krass nach unten.
Also erstmal musst du clean durchspringen. Oh. Ey. Vielleicht habe ich da wieder Glück wie bei dem Container. Ey, ich habe einfach. Ich hab's einfach verlernt. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Also irgendwo ist ja wieder Technik irgendwas. Vielleicht muss man ein bisschen flacher sein oder ein bisschen weniger flach oder so. Oder mehr nach hinten lehnen oder weniger hinten. Ich hab's wieder geschafft. Toll. Nein, das war auch wieder Schwanz. Digga, ich muss das besser hinkriegen. Ich konnte das mal richtig gut, Kacke. Ey. Digga, wir werden einfach keine Hakuchu, keine Party oder keine Motorrad-Map mehr spielen. Das können wir gar nicht mehr. Scheiße, ey. Ey, und dann. Ey, diese Huckel, ne? Da schaffe ich's mal, ey, und dann ist halt der Huckel. Ey, jetzt bin ich. Ey, ich bin gerade so geil geslidet. Warum? Hä? Wo bin ich denn gerade? Hä? Ja. Oh, der ist, glaube ich, gut bei mir. Der ist gut, ja. Ja, ich sehe nichts, ja. Oh ja. Oh, ey. Ich komme mit dem Motorrad an den Wallride und bin mit der Karre irgendwie richtig komisch aufgestellt. Also nach, senkrecht nach oben quasi mit der Motorhaube. Ja, du musst eben so, guck mal, so schräg und dann um 8 drücken, sodass du sofort da weiterfahren kannst. Und du musst natürlich Kontenance bewahren. Ey, jetzt bin ich zum vierten Mal hintereinander dieses scheiß Ding da, was da eingebaut ist, gestoßen, Mann. Ja, ich will bitte, dass die Muchachos das in meiner Aufnahme hier analysieren, dass ich da perfekt, genau, richtig an den Wallride rankomme. Und ich dann trotzdem, ey. Oh, er hat es, komm. Digga, wie kann ich denn beim Reinfahren in den scheiß Kirchturm explodieren, Junge? Ey. Oh. Digga, Silber hat doch da garantiert wieder so einen Deathstone eingebaut, oder? Ey. Wenn du unten den Boden berührst von dem Turm, explodierst du. Das ist 100% Deathstone von Silber. Ey, das ist so krass, da noch nach oben zu fahren. Alter Schwede, wie soll das gehen, ey? How is that even possible, ey? Oh, ich bin auch direkt wieder da, geil. Nein, ja, ich raff nicht, warum ich diese eine oder anderthalb Sekunden, wo ich einfach nichts sehe wegen diesem Verwandlungsrauch, da geht bei mir alles schief. Ich hab's jetzt bei mir aber auch gehabt, bei mir hat es was damit zu tun, wo ich lande. An welcher Stelle des Warrides ich lande, an welcher Ecke, an der Krümmung, das ist auch wohl auch entscheidend. Das kann ich auch noch beeinflussen. Ja. Hat mich jetzt auch überdreht. Wenigstens etwas. Wenn du auch leiden musst, dann bin ich d'accord. Okay, Frage der Zeit, dass wir das jetzt hinkriegen, würde ich sagen. Komm, Deko, los. Ey! Wie? Ich weiß es nicht, Alter. Ich bin eigentlich schmuf durchgesprungen. Ja, denke ich auch. Aber ich stoße trotzdem an den Seiten vom Turm an. Ja, ich raff. Und wenn ich auf einer Seite rauskomme, dann bin ich richtig komisch verixt. Aber wie soll ich denn durch den Turm. Also. Ich hab keine Ahnung, es muss ein ganz krasser, weirder Winkel sein. Nee, aber ich stoße ja nicht unten oder oben gegen, sondern rechts oder links. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Okay, nee, das ist mir noch nie passiert. Oh nein, hier ist. Nein! Hast du es geschafft bis dahin? Ich hab Arschdrehung gemacht, Alter. Ich hab mich gerade geschämt für die Arschdrehung. Aber ich wusste nicht, dass da noch ein Korallenscheiß kommt, ey. Digga, du hast es bis dahin geschafft? Ja, ich bin nach dem Kirchturm vom Gas gegangen, konnte dann easy hochziehen. Das ist so random, Alter. Macht ja keinen Sinn, dass ich da irgendwo anstoße. Nee, ich komme da aber auch durch und bin nicht mehr so gerade, sondern bin auch so leicht schwammig danach. So, jetzt war es wieder flach. Macht keinen Sinn, ey. Ja, das erste Mal. Ich mach eine Arschdrehung. Ja, mach. Ja? Oh. Aber jetzt musst du die zwei verwenden. Zwei oder drei nach oben. Komm, du schaffst es. Ich hab verkackt. Ey. Das sind zwei Edward-Wände. Alter. Das sind zwei Edward-Wände, Marvin. Wie kannst du da verkacken, Alter? Ey, ich bin da so random reingefahren schon. Ey, Alter. Wie ist der Übergang? Alter, ey. Der Übergang ist doch clean eigentlich. Ja, aber nicht wenn du. Ich bin mit Lichtgeschwindigkeit da reingeboostet worden in die AdWords. Also, ich hatte gar keine Zeit, irgendwie mir einen Winkel auszusuchen oder so, ey. Der Booster, bam! Jetzt rein da. Okay, was? Ja, das war auch mein Problem. Nach dem Boost bist du quasi schon in AdWords drin. Okay, seit 33 Minuten hier. Hallo.
Erinnert mich so an alte Zeiten, muss ich sagen, wo wir einfach todeslang an einem Punkt waren. Oh. Digga, die Ausdauer hätte ich schon gar nicht mehr. Stell dir vor, in GTA 6 nochmal alles neu kennenlernen und auch so 6 Stunden für eine Map und so ein Scheiß. Dafür bin ich zu alt, ey. Ja, die müssen die Physics von GTA 5 übernehmen, dass wir da richtige Pros drin sind wieder. Ja, ja, Deko, ja. Ja. Okay, den Scheiß habe ich, ja. Deko, den Scheiß habe ich, ja. Einfach nur hoch jetzt, ja. Einfach nur hoch, Marvin. Machst du's? Ich mach wieder die Koralle. Wie dass du da jetzt durchgekommen bist und am Ende nichts gesagt hast, spricht eigentlich dafür, dass du da richtig durchgekrüppelt bist. Und es gerade eben so zum Teleportpunkt geschafft hast. Nee, ich will schon sagen, dass es schon skillig war. Alter, ey. Bin ich froh, dass die Scheiße vorbei ist, ey. Oh, der letzte Punkt hat mich echt ein bisschen Maß genommen. Zu weit oben. Wie zu weit? Ich bin unten angestoßen sogar, nein, Alter. Nein, du warst zu weit oben. Ganz klar, ey, zu weit oben. Fick dich, Alter. Fick dich zu weit oben, Alter. Wirklich Scheiße in deinen Hals, Alter. Scheiße in deinen. Scheiße in Silbers Hals, Alter. Scheiße einfach in der Hälse. Digga, nach 13 Minuten waren wir da, ne? Alter Schwede, ey. Ja, danke, Seba, für diese Map. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, außer der letzte Punkt, der war ein bisschen random, würde ich sagen. War eine geile Map, Seba. Wollen wir? Daumen nach oben ballern, danke schön für euren Support. Herzlich geht raus an Seba, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, Antenne reingehauen.